Hey Leute, ich bin euer Paxtware und heute erstmalig mit Facecam. Ja Leute, so sehe ich aus. Auf jeden Fall möchte ich heute mal was ansprechen. Nämlich, ich habe mir in der letzten Zeit ein paar Gedanken gemacht. Ich sitze hier an meinem Computerbildschirm. Ihr seht es wahrscheinlich schon, weil ich die ganze Zeit auf den Computerbildschirm schaue und nicht in die Kamera. Das möchte ich aber jetzt, ja, ich habe es noch nie gemacht mit Facecam, deswegen, ja, nicht übel nehmen. Auf jeden Fall möchte ich ein kleines Thema ansprechen, weil ich habe mir so in der letzten Zeit ein paar Gedanken gemacht, ob ich jetzt meine Kanäle umstrukturiere, sage ich mal. Paxtware nur noch Gaming. Also im Vordergrund steht FIFA 14, bald auch FIFA 15. Am 26. September habe ich mich schon vorbestellt. Ich denke mal, ich habe es schon vor Release. Aber ich weiß noch nicht, ob ich dann auch schon Videos machen kann, weil, wie gesagt, bei Paxtware nur noch Gaming auf Pax United. Den Kanal habe ich ja ein bisschen vernachlässigt. Da möchte ich jetzt nur noch, Booster bringen. Packs, Sticker, Mappen-Updates, alles was dazugehört, alles rund um Karten halt. Und bei Packs wäre halt alles rund um Gaming. Ja, wie gesagt, Leute, ich möchte euch nochmal fragen, die täglich meine Videos schauen, ob was ihr davon der Idee haltet. Weil eigentlich finde ich es gar nicht so schlecht. Eigentlich finde ich die Idee sehr gut, weil es halt sehr übersichtlich halt. Der Gaming schauen will, geht auf Paxtware, der Booster schauen will, geht auf Pax United, der beide schauen will, geht halt auf beide Kanäle, ganz einfach. Ja Leute, unten in der Videobeschreibung habe ich eine kleine Umfrage gestartet. Ich würde mich sehr freuen, wenn da viele mitmachen würden, weil da habe ich gefragt, ob ich dann halt auf Paxtware Gaming, Pax United Booster und oder ob ich alles beim Alten lassen soll. Wie gesagt, nur Paxtware und auf Paxtware dann Gaming und Booster, aber eigentlich möchte ich es ja übersichtlicher machen. Deswegen Paxtware nur Gaming und Pax United Booster. Wie gesagt, schreibt mir einfach eure Meinung in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Und ja, wie gesagt, möchte ich dann auf FIFA 15 zwei neue FIFA-Serien machen. Es müllert wieder und eine andere. Ich weiß noch nicht, welche andere, muss ich mir noch ein paar Gedanken machen. Hier kann ich ja mal ein Bild einblenden von der Umfrage. Und im Hintergrund habt ihr ein kleines Battlefield-Gameplay. Battlefield 4 ist es. PlayStation 4 habe ich gestern noch selbst erspielt. Ich glaube, Endscore ist 18:6, also eine 3er KD. Bin ich eigentlich relativ zufrieden, immer mit einer 3er oder 2er KD ist meiner Meinung nach schon sehr gut. 1er KD ist eigentlich auch noch, geht auch noch, 1,5er, ja, ich laber hier schon viel zu viel. Auf jeden Fall, so sehe ich aus, ja, auf jeden Fall. Lasse ich das Gameplay noch zu Ende laufen, ich glaube, das dauert, ja, 7 Minuten oder 8 Minuten. Und ja, wie gesagt, schreibt einfach mal eure Meinung in die Kommentare. Was mich noch mehr freuen würde, wenn ihr bei der Umfrage teilnehmt, habe ich ja schon öfters im Video gesagt, Umfrage bitte, bitte, bitte teilnehmen, weil ich möchte euch ja fragen, aber eigentlich, ja, ich finde die Idee halt sehr gut mit der Umstrukturierung, denn habe ich halt einen Kanal, wo ich nur Gaming mache und einen Kanal, wo ich nur Booster bringe, nur Karten, nur Mappen-Updates etc. Würde mich sehr freuen, wenn ihr bei der Umfrage teilnehmt, habe ich ja schon zum vierten oder fünften Mal gesagt, da ist mir scheißegal. Auf jeden Fall würde ich dann sagen, sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Und dann schön fleißig bei der Umfrage teilnehmen, würde mich sehr freuen. Und dann bin ich raus. Haut da rein. Natürlich bedanke ich mich fürs Zuschauen. Haut da rein, euer Paxtware. Ciao. Das